Der Triumph 1800 ist eine Neuentwicklung, keines der Automobile, die hastig nach dem Krieg aus Vorkriegsmodellen zusammengeschustert wurden. Die Werksanlagen von Triumph waren durch das Bombardement im Krieg total zerstört, sodass die Standard Motor Company schließlich die Markenrechte übernahm. Der Triumph 1800 gefällt heute vor allem durch seine üppig geformten Kotflügel und den prallen Hintern. In seinem Erscheinungsjahr mutet all das nicht gerade modern an, denn viele der neu aufgelegten Fahrzeuge sind windschnittig und wirken weitaus sportlicher. Beim Triumph Roadster blitzt überall Chrom. An den freistehenden Scheinwerfern, der großen, fast senkrecht stehenden Kühlermaske und an den edlen Rundinstrumenten Marke Jäger im Cockpit. Die Innenausstattung wirkt behaglich. Die breite, lederbezogene Sitzbank bietet Platz für drei im Wagen und für zwei schmale, gelenkige Schwiegermütter hat der Triumph 1800 als letztes Serienauto auch noch zwei aufklappbare Sitze im Heck. Dort schützt das hochklappbare Glasfenster vor Fahrtwind und zeitgleich auch vor der Kommunikation mit Fahrer und Beifahrer. Unter einem Roadster versteht man normalerweise einen knackigen Wagen, klein, wendig und sparsam in der Ausstattung. Der Triumph Roadster 1800 ist so ziemlich das Gegenteil davon. Die Motorisierung war ein Jaguar-Motor mit Viergang-Schaltgetriebe, der das schwere Gefährt für damalige Zeiten auf sportliche 120 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit brachte. Führend war der Triumph mit seinen Hydraulikbremsen, die seinerzeit äußerst selten waren. Die Karosserie über einem Eschenholzrahmen ist aus gehämmertem Aluminium, das eigentlich während des Zweiten Weltkriegs für den Flugzeugbau bestimmt war.